So. Also, über das Ei habe ich mich jetzt mal informiert. Da habe ich schon was gefunden. Das kann man auf Narshada ausbrüten. Irgendwo, wo Solaranlagen sind. Gut. Zu dem Holocron habe ich natürlich nichts gefunden, was mich ein bisschen ärgert. Ich weiß aber, dass es hier 5 Stück gibt. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist das einzige hier, was noch fehlt. Da oben. Das ist ärgerlich. Mann. Erinnerung. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Passen Sie auf sich auf. Ich fahre jetzt nach unten. Genau. Hier muss ich auf jeden Fall noch aufdecken, ne? Das wird auch noch kommen. Dann habe ich wenigstens alles aufgedeckt. Da würde ich sagen, wir decken das jetzt gleich mal auf. Dann haben wir das hinter uns. So, das Ei, wie gesagt, nur auf Narshada. Das kommt dann dort hin. Jetzt gehen wir noch schnell aufdecken. Das Stück, was uns fehlt. Müsste eigentlich die ganze Map aufgedeckt sein. Bin ich hier schon? Nee, noch nicht ganz. Krieg ich hier Damage? Nö. Ach, ich hab sogar mehrere Sachen zum Aufdecken. Huh, was ist das denn? Weltenboss. Na, wie viel Leben hast du? Ach, du Heimatland. Ne, nicht mit mir. Nö. Jetzt haben wir alles aufgedeckt. Ja, nice. Gab's hier irgendwas Besonderes? Außer komisch verseuchte Rakule? Nicht wirklich. Okay. Ich würde gerne den Weltenboss erlegen. Muss ganz ehrlich sein, aber das werde ich nicht schaffen. Leider. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. So, wo haben wir denn hier eine Aufgabe? Da, totale Auslöschung. Ich werde mal auf die komische Flottenstation nochmal zurückfliegen und auf Old Mantell wegen den 2 Holocrons, die dort noch sind. Aber erstmal machen wir noch die eine Quest jetzt. Naja, komm. Auf jeden Fall schön.
Schuhe Hammer, Hammer. Oh Mann. Das heißt, hier gehe ich noch nicht hin. Nee. Dann werden wir nochmal dahin gehen. Dann werden wir jetzt zur Flotte nochmal zurückfliegen. Und dann nach Ort Mantell. Dem Darko seine Holokrone holen, die er mir gütigerweise gezeigt hat. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Und dann lunzen wir mal rein. Nein, das nicht. Das ist schnell eh nur 30. Okay, ich bin auch schon 30. Mich würde jetzt mal interessieren, ist oh Gott, Madnesscopter aka Sidialia Junge oder Mädel? Der Madnesscopter hört sich nach Junge an und der Name Ingame hört sich halt total nach einem Mädel an. Und er spielt einen Frauenskin, also, oh. So. Ah, da muss ich mir gleich die Screenshots mal im Vordergrund holen. Da muss ich wieder raustappen dazu. Und nein, an dieses Terminal gehe ich nicht. Da kriege ich wieder nur Quests, die ich schon gemacht habe. Ne, nicht mit mir. Hör auf mich zu scannen. Aber erst gehen wir mal hierher. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. So, Schildgenerator 3 haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das können wir hier hinmachen. Das haben wir schon. Strahlenschutz haben wir auch schon. Gut. Dann kauf ich mal euch. Weil euch brauche ich. Seht euch jetzt ruhig um. Nicht. Und ich glaube, Jedi Ritter war hier auf der Seite. Willkommen auf Taris. Ich bin Gouverneurin Saresh. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone um die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik dienen. Aber zuerst müssen wir ein paar Hindernisse überwinden. Gemeinsam sind wir größer als jedes Hindernis. Also an die Arbeit. Zusammen. Nö. Das überspringe ich jetzt einfach mal hier. Ich denke mal, das wird keinen interessieren. Und das sehen wir später sowieso nochmal. Möchte hier jemand mit mir reden? Die Effizienz und der Komfort ihres Schiffs entsprechen ganz ihren Vorstellungen. Zeig mal her, was gibt's? Ist da was? Wir nehmen die einfach mal alle an. Schön, danke. Aber als erstes geht's zu Ord Mantell. Und das ist. Das ist. Dorte! In der Zwischenzeit hole ich jetzt mal Screenshots im Vordergrund. Nicht wundern, wenn das Sound hier mal kurz stoppen tut.
Das ist aber ganz normal. Wenn ich raus tappe. So, so, so und so. Einmal ranzoomen bitte. Okay. Die Raumschiffschlacht machen wir dann. Zur Flotte gehe ich dann auch noch. Das kennen wir schon aus dem letzten Stream oder vorletzten. Keine Ahnung. So, das ist einmal dort oben. Mal gucken, weil eins habe ich hier auf jeden Fall schon. Kann ich? Jo, ich kann auch. Alter. Ich liebe das immer noch. Dieses Grunzen oder was das ist. Und zwar muss ich habe hier noch nicht mal alles aufgedeckt. Dort einmal hin. Genau. Da fliege ich am besten Dorf Ora Ramalama Dingsbums. Oh, da unten war der Kleider. Huch, zu weit. Ich will zum Gleiter. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich glaube, das eine Holokron, das war tatsächlich hier vorne, was ich hatte. Wollen wir gleich sehen. Oder auch nicht. Aber ja, ich glaube, das war hier vorne irgendwo. So, Minimap. Ab geht da. Da lang. Nee, das war das, wo ich schon war. Das habe ich schon. Okay, dann muss ich noch mal ganz kurz raustappen. Screenshot wechseln. Hallo. Zu dem hier. Das ist da unten tatsächlich dann. Das wäre dann hier auf der Mantellinsel. Okay, und ich glaube, dass hier oben auch irgendwo eins ist. Weil das habe ich. Da könnte noch eins sein. Hier. Ich werde auf jeden Fall erstmal dahin reisen. Hier lang. Jo, wir machen es auf die kurze Weise hier lang. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal die Map jetzt hier in Vordergrund hole, aber ich muss ja gucken, wo ich lang gleite.
Da oben ist das. Wir fahren erst einmal dorthin. Weil da können wir auch direkt dann von hier irgendwie darunter aufdecken. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier wirklich eins versteckt ist. Warum kann ich das eigentlich hier ausbrüten? Das ist halt auch Feuer. Das ist sogar Lava. Die ist besser. Kommt man auf jeden Fall rein. Da hat sich einer versteckt. Warum auch immer. Ich könnte tatsächlich außen rum. Will ich nicht. Wir versuchen da hochzukommen. Okay, hier oben sind wir schon mal. Du erschreckst mich nicht so. Okay. Da wohl gerade ein bisschen im Berg festgesteckt. Aber man muss doch hier hochkommen. Irgendwie muss das doch gehen. Vielleicht von da drüben aus. Ey, ich will da nicht runterplumpsen. So. So, hier drauf. Nein. Wo ist die Map hin? Ups. Oh. Okay, das ist immer halt jetzt hier. Höhle? Das ist immer wieder geil. Ja, irgendwie muss man da hochkommen. Kann keiner erzählen, dass das nicht geht. Nein, da komme ich auch nicht lang. Schade. Okay. Ja. Nein.
Ich stecke hier ein bisschen fest. Okay. Ich stecke fest. Shit. Es gab irgendeinen Befehl, mit dem man sich da aus so einer Lage befreien kann. Wie ging der noch? Wo ist das denn? Sicherheitstruhe. Scheiße, wie ging denn dieser Befehl? Shit. Wir machen das mal ganz kurz anders. Ich gehe mal ganz kurz raus und gehe gleich wieder neu rein. Ich muss dann eigentlich wieder neben dem Berg auftauchen. Ich kenne jetzt nämlich den Befehl nicht aus dem Kopf. Hab den das letzte Mal vor einem Jahr eingesetzt. Oder sogar noch länger her. Ist sogar noch länger her. Hey, ich bin gestorben. Cool. Wo bin ich denn? Okay. Ich muss hier lang. Nein, au. Och Mann, lasst mich doch in Ruhe. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Das mit dem Chat nervt mich jetzt auch gerade. Nice. So, haben wir das Ohr erledigt. Ihr habt mich nicht gesehen. Du siehst mich auch nicht. Ihr seht mich auch nicht. Hier wollte ich gar nicht hin. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ach man, ich muss eh da runter.
bitte einmal die große Map aufmachen. Danke. So, hier lang. Ich will zum unaufgedeckten Gebiet. Was ist das? Da will ich nicht rein. Da lang muss ich. So. Haben wir auch komplett aufgedeckt. Kein Holocron, also dann zu dieser kleinen Popelinsel. Satz mit X. Das war dann ein Satz mit X. Ich weiß gar nicht, ob man hier hoch darf, kann, soll. Aber das ist interessant. Mal ein paar Ecken zu sehen, wo man sonst rein theoretisch nicht hinkommt. Ich denke zumindest, dass man hier nicht hinkommt. Ach, jetzt bin ich hier oben, wo ich zum Anfang schon mal hin wollte. Cool. Darüber muss ich. Irgendwo hier soll das Holocron sein. Aber war ich hier nicht schon mal? Jetzt mal so rumgesponnen. Doch, aber ich wollte hier nicht rein. Genau. Vorstellen, dass dort irgendwas Holocron ist. Ja, oder auch nicht. Ich hör's doch. Ach, da ist es. So, der ist ausgenockt. Ja, Matrix-Splitter, danke. Da haben wir dann auch das. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass da noch eins ist, da noch eins ist, das Hammer und wirklich hier irgendwo ist noch eins. Gut, fahren wir einmal um die Insel herum, wenn das klappt.
klappt halt wirklich. Cool. Hier hoch glaube ich nicht, dass wir kommen. Nee. Schade. Aber hier vielleicht. Ja, komm, komm! Ich hab's halt hochgeschafft. Geil. Also hier weiß ich definitiv, sollte man nicht oben rumrennen. Das ist bestimmt nicht gewollt. Aber hey, warum nicht? Hast du unten Feinde? Oh nee! Da war eine Lootkiste! Hilfe! Hilfe! Oh Mann! Ich muss jetzt raustappen. Star Wars. The Old Republic. Chat-Befehl. Chat-Befehle. Say oder S, me, bla bla, yell, 1 allgemein, 2 PvP, Handel, Party, Kion, Cleave mit diesem Befehl und dem Namen des Channels danach. Ja. Günschen extra Channels, nein. Raid Chat Befehle, nein. AFK, mit diesem Chatbefehl ruft man das Bugfenster auf. Dismiss, mit diesem Befehl kann man alle auf dem persönlichen Schiff anwesenden Gefährten ausblenden. DND, beendet man durch eine zweite Eingabe. Inspect, Ausrüstungsteil eines anderen Charakters heißt, lädt einen anderen Spielcharakter. Mit diesem Befehl wird der Spielercharakter einige Meter in eine andere Richtung zur momentanen Position teleportiert. Sehr nützlich, wenn der Charakter in einer Spalte festhängt. Da haben wir doch den wunderschönen Befehl. So. Man kommt da nicht rein, Lull. Wieso kommt man hier nicht rein? Ach nee, jetzt häng ich. Ich häng schon wieder fest. Willst du mich verkackeimern? Beweg mich nicht mal und ich kann den Gleiter nicht rufen. Ich muss noch ein paar Sekunden warten. Alter, was mache ich hier? Bitte schön. Ich will unbedingt da reinkommen. Auf anderen Wege. Nee, ich muss wirklich warten. Ich hab schon wieder eine Nachricht, lol.
Nee, das will ich nicht kaufen. Jetzt bin ich wieder hier oben. Dieser grüne Punkt da oben, der nervt. Kommt man halt auch nicht rein. Hä? Aber über den Haupteingang kommt man da rein. Was ist denn das für eine Logik? Scheiße, der ist zu weit weg. Jetzt. Ziel nicht sichtbar. So, jetzt bin ich schon mal hier drin. Loot, ne, okay. Ja, da schauen wir uns doch mal hier drin rum. Ich habe da eine Lootkiste gesehen, die will ich haben. Tiere erledigt. Das sieht aus wie heißes Feuer. Kann ich nichts mit interagieren. Okay. Gibt's hier drin noch was? Nö. Was wollt ihr von mir? Da gibt es ein Häuschen. Ich glaube, da kann ich rein. Da ist ein Fahrstuhl. Lol, wo bin ich denn hier, bitteschön? Was sollte ich hier sein? Das ist halt jetzt die Frage, sollte ich hier sein, ja oder nein? Ebene 2. Ich habe eigentlich andere Quests zu erledigen, aber ich will jetzt gucken, was es hier gibt. Okay, gibt's hier irgendwas Spezielles? Also was Spezielles scheint es hier nicht zu geben. Warum kann ich hier rein? Da geht's
geht's halt noch weiter. Da oben ist irgendwas. Da komme ich nicht rein. Ist das... Musst du in der entsprechenden Mission befinden. Okay. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es hier irgendeine Mission für mich gab. Da hinten ist eine Kiste. Mehr kann ich bis jetzt hier auch nicht wirklich machen. Warte mal, von hier bin ich gekommen, da ging es nicht weiter, ging es da. Hier geht es noch weiter. Wo bin ich hier denn? Hier ist noch eine Kiste. Also, ja. Kann ich das anklicken? Nee. Also ich weiß nicht, was, wer, wo, wie, wann hier. Aber war interessant, mal zu sehen. Wenn das jetzt teilweise gelogen war, weil... Ja. Es ist halt einfach nix, keine Quests rein, gar nichts für mich. Da muss ich lang. Och, steck dein Lichtschwert weg, Junge. Wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann nochmal hierher und muss hier eine Aufgabe erledigen. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall haben wir ein paar Lootkisten gefunden. Mal wieder Zeug verkaufen. Aber ich glaube, ich komme mir wirklich später nochmal her, weil hier sind Sachen, wo ich nicht reinkomme. Okay. Ja.
Da komme ich nicht rein. Da gibt es nicht nichts. Da komme ich nicht rein. Ansonsten gibt es hier halt wirklich einfach gar nichts. Okay, ich dachte wirklich, hier gibt es irgendwas Besonderes. Hier vorne gibt es auch nichts. Okay, aber da drüben ist wieder mal eine Lootkiste. Hammer! Wir haben hier ein bisschen was gefunden. Ah, mal wieder ein Geschenk. Diese Crew-Fähigkeiten-Mission gewährend einmal benutzen erfordert Diplomatie. Okay, das kann ich alles vertickern. Zeig mal her. Deine Schuhe. Gürtel. 27 Beherrschung, 17 Ausdauer, 2 Verteidigung. 27, 17. Ja, nee, ist genauso. Das braucht man nicht. Mittlerer Einfluss, das ist ein Geschenk. Einfacher Fähigkeitsstim brauche ich nicht, aber das hier kriegt die Kira jetzt mal. Danke. Dann verkauft man hier kurz ein bisschen was. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Dahin. Passen Sie auf sich auf. Gut, wir haben ein paar Bugs gefunden, ein paar Glitches. Das Holochron haben wir geholt. Das tappe ich mal ganz kurz raus, um das, den Screenshot zu schließen. So. Ein Glotzwettbewerb? Wieso schicken Sie uns nicht einfach rein? Jetzt wart's ab und hör auf rumzujammern. Und dann flieh ich mal zurück nach Taris. Hab ich jetzt hier 2 Holokrone. Also irgendwo müssten noch 1, 2 oder 3 sein. Und zur republikanischen Flotte wollte ich, da wollte ich noch was nachgucken. Genau. Und ich habe wieder eine Nachricht. So, gab. Oh, Entschuldigung, wieder ein bisschen Geld. Ui. Ja. Da oben gab es auch nichts. Naja, dann ab zur republikanischen Flotte. Wie lange noch? Eine Woche, dann geht's ab nach Coruscant. Jo. Coruscant haben wir ja auch noch nicht alle gefunden, ne? Wie viel habe ich denn auf Coruscant gefunden? Nein, danke. 3 oder 4? Oder habe ich da alle 5? Ich weiß es gar nicht mehr. Republikanische Flotte möchte ich gerne einmal überspringen.
Jetzt habe ich mein Raumschiff da zurückgelassen, kann das sein? Komme ich jetzt überhaupt wieder nach Hause? Alexa? Wetter? Okay. Naja. Okay, aber es sieht ganz nach Gewitter gerade bei mir aus, so wie sich das zusammenfügt. Lass mich mal überraschen. Einmal hier rum. Boing. Boing. Kunstfertigkeit, Handwerksausbildung, Biochemie, Rüstungsbau, Waffenbau, Cybertech. Diplomatie, Ermittlung, Schatzsuche, Unterwelthandel. Bioanalyse, Archäologie, Hacken. Ja, geht nicht anders. Kann aktuell halt wirklich nur eine annehmen. Das ist scheiße. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Hat mich sehr gefreut. Okay. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Das da. Das da. Dann kann ich doch jetzt im Grunde das nicht. Das auch nicht. Nein, das auch nicht. Die hier alle verkaufen. Weil die bringen mir jetzt nichts mehr, wenn ich eine andere Fähigkeit habe. Lol, wir haben ja hier überall was. Okay, ich weiß nicht, für was das alles gut ist. Das war jetzt Schatzsuche. Oder Schatzsuche, ich glaube. Ja, war Schatzsuche, weil ich bei dir kein XP bekomme. Okay. Gut, das war dort. Kampfausbildung ist da drüben. So. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Boah, halt die Klappe. Diesen Druiden mag ich überhaupt nicht.
der nervt einfach nur. Jedi-Ritter-Ausbildung. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Wir können jederzeit zusammen üben. Ja, beim nächsten Mal können wir üben. Jedi-Botschafter-Ausbildung, nein. Okay, da muss ich eins weiter fliegen, denn ich suche die Lichtschwertkomponenten. Das hier war noch zu hoch für mich. Hier ist gar nichts mit Lichtschwertern, okay. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt hier gab. Oh, ja. Die sind alle noch zu hoch. Stufe 30 hätte ich gerne. Stufe 30. Als erstes verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. So, ich habe jetzt... Oh ja, ist ein bisschen Geld, würde ich sagen. Stufe 30 Lichtschwert, genau. Wie viel macht mein Stil aktuell? Beherrschung, okay. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Es war mir eine Freude, Ihnen zu... Beherrschung 18, Ausdauer 15. Beherrschung 16. Wir kaufen das einmal. Dann 11, 15, 8. Das da. Schnelligkeit 6, Angriffskraft 10, 8, Ausdauer. Angriff und Ausdauer ist bei mir halt das A und O hier drin. 8 Ausdauer, 10 Angriff. Bleibt am Leben. So, haben wir alles. Machen wir das Schwert jetzt nochmal neu. Aktuell macht es 119 Max Damage. 79 bis 119. ...112 bis 186, genau. Schön, haben wir das auch geklärt. Und dann würde ich sagen, wir fliegen jetzt zurück. Wo auch immer das war, hier oben direkt. Hier oben war es. Oh, God.
Ich hoffe, Sie essen regelmäßig, wenn Sie nicht auf dem Schiff sind. Vielleicht sollte ich Ihnen immer einige unverderbliche Mahlzeiten mitgeben. Hab genug Essen dabei. Muss nicht mitgeben. So, dann setzen wir uns hier kurz hin. Mach eine kurze Pause. Und ich bin gleich wieder da.